Mittwoch, der 1. September 2021. Heute fuhren wir von Erfurt aus nach Österreich ins Bundesland Vorarlberg und dort in das Brandnertal zum kleinen Ort Brand. Hier starteten wir unsere Hüttentour durch das wunderschöne Retikon. Zunächst führte uns unser Weg durch das Zalimtal zur unteren Brüggelealpe. Die schöne Alpe nutzten wir für unsere Mittagspause. Weiter ging es über die obere Brüggelealpe und den Fürkelesteig zur Oberzalimhütte. Auf der herrlich gelegenen Oberzalimhütte bezogen wir unser erstes Nachtquartier. Am nächsten Tag ging es zunächst über den schwierigen Leibersteig hinauf zur Mannheimer Hütte. Der besagte Leibersteig führt hier oben durch diese Felswand. Der noch vorhandene Neuschnee bereitete uns etwas Sorgen. Am Ausstieg des Leibersteiges erwartete uns noch mehr Schnee. Nun ging es hinüber zur Mannheimer Hütte.
Nachdem wir im Aufstieg noch viel mit Fels und grünen Landschaften zu tun hatten, war es hier oben ganz anders. Es gab viel Schnee, einen hohen Einsamkeitsfaktor und eine grandiose hochalpine Landschaft. An der Mannheimer Hütte waren wir zu diesem Zeitpunkt die Einzigen. An der Hütte hielten wir uns jedoch nicht länger auf, denn wir hatten heute noch viel vor. Zunächst ging es hinüber zum Brandner Gletscher. Die Begehung des Gletschers war natürlich eine große Freude. Zum oberen Rand des Gletschers hin wurde es nochmal recht steil. Im Steilaufschwung vom Brandner Gletscher hinauf Richtung Schafköpfe lag wiederum sehr viel Neuschnee. Der viele Schnee ließ die gesamte Landschaft noch hochalpiner wirken, als sie eh schon ist. An den Schafköpfen erreichten wir nun auch die Staatsgrenze. Hier hatten wir einen schönen Blick nach Süden in die Schweiz. Anschließend ging es weiter, immer an den Schafköpfen entlang, Richtung Schesaplaner Sattel. Vom Sattel aus war unser Gipfel, die Schesaplaner, nun zum Greifen nah. Ebenso wurde uns ein schöner Blick zurück zur Mannheimer Hütte gewährt. Nach einem anstrengenden, aber sehr ruhigen Anstieg trafen wir kurz vor dem Gipfel auf die Menschenmassen, die vom Lüner See heraufkommen. Mit dem Erreichen des Gipfels der Schesaplaner auf 2965 Metern Höhe haben wir zugleich den höchsten Punkt des Retikons erreicht.
Die Aussicht von hier oben ist natürlich phänomenal. Vor allem der Kontrast zwischen Schnee, Gletscher, Felsen und grünen Landschaften. Unten sehen wir das Brandnertal mit unserem Ausgangsort Brand. Und in der Sonne der Saulerkopf. Aus dem umliegenden Grün herausragend die markante Drusenfluh. Unterhalb der Lühnersee und links der Seekopf. Nach einer ausgiebigen Gipfelrast machen wir uns nun an den Abstieg zur Todalbhütte. Dazu gehen wir ein kurzes Stück des Aufstiegsweges zurück und nehmen dann den Südwandsteig. Vom Südwandsteig blicken wir hinab auf eine kleine Karsthochfläche. An dessen Rand liegt die 2385 Meter hochgelegene Todalbhütte. Nach einer kurzen Trinkpause auf der Todalbhütte ging es hinab zum Lühner See. Dort folgten wir dem Uferweg entlang zur Douglashütte. Am nächsten Tag ging es von der Douglashütte hinauf zum Schafkerfall. Moritz. Ja, geil. Ja, geil. Nach dem Schafkerfall mit nagelneuem Gipfelkreuz. Ja, unsere Hüttentour 2021. Heute zum Freitag sind wir von der Douglashütte auf dem Weg über die Heinrich-Hüther-Hütte und das Zimperjoch zur Sarottler-Hütte und haben jetzt hier diesen schönen Gipfel, den Schafkerfall, nochmal mit eingebaut. Hat sich gelohnt, oder? Auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Tour. Im Abstieg vom Schafkerfall folgen wir nun einem Pfad an Gipslöchern vorbei. Dieser bringt uns zur kleinen Scharte Lühner Grinne. Ein letztes Mal haben wir hier einen schönen Ausblick auf den Lühner See. Der weitere Weg führt uns Richtung Zimba, um dort linke Hand das Zimperjoch zu ersteigen. Thank you.
Unser nächstes Ziel für eine Mittagsrast ist die Heinrich-Hüther-Hütte unterhalb der Zimba. Bei einem erfrischenden, alkoholfreien Weißbier und sehr leckerem Essen genossen wir hier unsere Mittagspause. Dazu ein wunderschöner Ausblick hinüber zu den drei Türmen und rechts zur Drusenfluh. Gut gestärkt machten wir uns dann an den Aufstieg hinauf zum Zimbajoch. Dazu galt es, noch einmal 620 Höhenmeter aufzusteigen. Ein schöner Steilaufstieg hier hoch. Und sogar in einer super Zeit. Alter Vater. Vom Zimbajoch reicht der Blick weit hinüber Richtung Drusenfluh, drei Türme sowie Sulzfluh. Durch dieses Tal geht es nun hinab zur Sarottlerhütte. Nach einer Nacht in der urigen Sarottlerhütte ging es am nächsten Morgen wieder hinab ins Brandnertal. Damit war unsere wunderschöne Hüttentour 2021 beendet.